Ja, es ist jetzt so ziemlich genau 7 Uhr. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Web-Community, ich freue mich, Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen zu unserer zweiten Veranstaltung aus unserer Online-Reihe begrüßen zu dürfen, in denen wir uns den Auswirkungen sozioökonomisch und politischer Art von Corona widmen. Unser heutiges Thema ist Corona und globale Lieferketten, also hochaktuell, wenn Sie die Tagespresse die letzten Tage oder heute mal aufgeschlagen haben und verfolgt haben. Und wir haben erstklassige Referenten gewinnen können für diese Veranstaltung. Einmal Frau Elke Schüssler, sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Gott, kann ich mein Geschriebenes nicht lesen, und Vorständin des Instituts für Organisation an der Hannes-Kepler-Universität in Linz. Dann einmal Armin Pasch, Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei Miserior, und Uwe Keckeritz. Uwe Keckeritz ist Diplom-Volkswirt und seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag. Er ist Sprecher für Entwicklungspolitik der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen. Seit 2018 ist er auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seine inhaltlichen Schwerpunkte als Abgeordneter liegen im Bereich Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit bzw. internationale Zusammenarbeit und globale Gerechtigkeit. So, ich werde an Uwe jetzt auch gleich im Anschluss die Leitung übergeben. Er wird die inhaltliche Diskussion hier leiten. Ich werde in der Zwischenzeit allen jetzt Teilnehmern dieser Veranstaltung im F- und A-Bereich begleiten. Das heißt, alle, die jetzt hier teilnehmen, können unten in der Leiste unter dem Knopf F und A ein Chatportal öffnen und Sie können dann entweder direkt Ihre Fragen reinschreiben. Ich werde sie sammeln und Uwe wird mich dann später in die Veranstaltung reinholen und ich werde diese Fragen weitergeben an unsere Expertinnen. Oder aber Sie können auch selbst Ihre Frage vorstellen. Man kann sie dann per Kamera nicht sehen. Die Kamera bleibt ausgeschaltet, aber man wird sie hören können aus dem Off. Aber auch dann bitte ich Sie eben unter diesem Button F und A eine kurze Nachricht zu schicken, dass Sie eine Frage persönlich stellen wollen. So viel meinerseits. Uwe, bitte übernimm das Steuer und wir sehen und hören uns später. Jawohl, herzlichen Dank, Ivan. Das Thema ist schon vorgestellt worden. Es geht um internationale Lieferketten und es ist auch richtig gesagt worden, heute waren Sie heute wirklich mal in den Medien ganz, ganz breit. Warum? Weil Minister Heil und Minister Müller nach langer interner Auseinandersetzung im Kabinett eine Presseerklärung abgegeben haben oder abgeben wollten und die ganze Welt oder die deutsche Community hat darauf gewartet, dass sie etwas zu einem geplanten Lieferkettengesetz formulieren werden. Sie werden die Eckpunkte formulieren, Sie werden einen Zeitplan darstellen. Das war unsere Überzeugung. Jetzt haben Sie im Wesentlichen, soweit ich das richtig mitbekommen habe, ganz klar gesagt, es muss ein Lieferkettengesetz kommen. Die deutschen Unternehmen sind nicht bereit, bisher wirklich menschenrechtliche und sozial- und ökologische Rechte umzusetzen. Weniger als 20% würden das machen. Ich behaupte, es sind noch wesentlich weniger, denn das sind 20% aus jenem Bereich der Unternehmen, die geantwortet haben auf eine Frageaktion. Frau Elke Schüssler ist schon vorgestellt worden. Ich bin deshalb sehr begeistert, dass Frau Schüssler heute dabei ist, weil sie auch die Verhältnisse in Bangladesch sehr intensiv analysiert hat, darüber geforscht hat und auch die Situation der Lieferketten der Textilfabriken in Bangladesch bis hin zu Markenkonzernen und Handelsunternehmen in Schweden, Großbritannien, Deutschland und Australien analysiert hat. Das ist doch eine hochinteressante Sache und da werden wir viele Fragen daraus ableiten können. Ich freue mich auch, dass Armin Pasch da ist. Er arbeitet als Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei Miserio. Er ist dort der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschenrechte beim Bundesarbeitsministerium zum Monitoring der Umsetzung des nationalen Aktionsplanes eingeteilt. Sie wissen, auf UN-Ebene wurde beschlossen, dass alle Staaten im Prinzip einen nationalen Aktionsplan erarbeiten müssen, die oder sollen, der dann im Prinzip auch das Verhältnis der international agierenden Unternehmen in den Entwicklungsländern im Sinne von Menschenrechten, ökologischen und sozialen Verpflichtungen aufgreift.
Ja, Armin Pasch ist auch ein fleißiger Veröffentlicher. Die Liste will ich jetzt gar nicht vorlesen, weil das kostet nur sehr viel Zeit. Ich denke, weil wir nur 60 Minuten haben, will ich ganz schnell anfangen mit der Thematik. Und wir haben hier vier kurze Blöcke einleitend gestellt. Und da würde ich gern Frau Professor Schüssler am Anfang mal fragen, welche allgemeinen Perspektiven ergeben sich denn aus so einem Lieferkettengesetz? Wo sind die Schwierigkeiten? Und wie schwierig ist es tatsächlich für einzelne Unternehmen, eine solche Lieferkette sorgfältig zu gestalten? Wenn Sie das mal kurz aufgreifen können, aber Sie sind natürlich frei. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde dazu kurz gleich den Bildschirm freigeben. Ich habe hier mal ein Bild mitgenommen aus unserer Forschung, die so eine Lieferkette exemplarisch darstellt, jetzt am Beispiel der Bekleidungsindustrie. Da sieht man die großen grauen Kästchen, das sind die hiesigen Markenunternehmen oder Handelsunternehmen, die man kennt, und dahinter sieht man eben die verschiedensten Lieferanten und Sublieferanten. Was man hier nicht sieht, ist, dass diese Lieferanten natürlich über den Globus verstreut sind. Und ich denke, die Frage danach, warum ist es so schwierig, diese Lieferkette im Detail in den Griff zu bekommen, sieht man schon aus dieser Komplexität heraus. Natürlich sind die Unternehmen nicht unschuldig daran, diese Lieferketten in der Struktur so geschaffen zu haben. Insofern soll das jetzt keine Entschuldigung sein, um zu sagen, sie können es nicht kontrollieren, weil es so schwer ist und deshalb sind sie quasi aus der Pflicht. Also das soll nicht das Argument sein. Es soll aber doch verdeutlichen, dass eben diese Strukturen, die über die Jahrzehnte in der Form gewachsen sind, sehr schwer zu kontrollieren sind. Zum einen aus so einer rein managementorientierten Sicht, weil sich natürlich das, was in dem Sub-Sub-Sub-Lieferanten in Bangladesch beispielsweise passiert, sich dem hierarchischen Zugriff entzieht. Das ist natürlich auch Teil des Kalküls. Dadurch verschwindet auch eine oder entzieht man sich einer gewissen Verantwortung. Dadurch entzieht man sich aber natürlich auch Verpflichtungen. Beispielsweise eben, um Nachfrageschwankungen abpuffern zu können und so weiter. Also all diese Gründe, warum diese Lieferketten geschaffen wurden, sind eben auch Teil dessen, wie diese Komplexität entstanden ist. Teilweise wurden die Unternehmen aber auch, ich meine, ich habe die Bekleidungsindustrie speziell schon in meiner Dissertation untersucht, die Geschichte der deutschen Bekleidungsindustrie, wie das überhaupt kam, dass sie sich so globalisiert haben. Die Unternehmen haben sich da selbst auch stark als Getriebene gefühlt. Der Markt wurde einfach immer kompetitiver, so vor allem seit den 60er, 70er Jahren. Es kamen dann die größeren Handelsunternehmen, die teilweise beispielsweise direkt in Asien eingekauft haben, wiederum bei großen Handelsunternehmen. Und so entstand jetzt beispielsweise in Deutschland einfach ein massiver Preisdruck, der einherging auch mit schwindender verfügbarer Arbeitskraft, also Mangel an Menschen, die eigentlich gewillt waren, in diesen Jobs jetzt gerade in der Bekleidungsproduktion zu arbeiten. Das sind ja bekanntermaßen nicht die besten Jobs. Und so haben sie sich eben sukzessive in diesen Markt hineingegeben und stehen nun selbst vor der Herausforderung, einerseits eben extrem kompetitiv zu sein, Preise niedrig zu drücken, aber eben auch einer gestiegenen Anforderung danach, irgendwie doch diese Komplexität in den Griff zu bekommen und Kontrolle darüber zu bekommen, was eigentlich bei den Lieferanten geschieht. Also so viel vielleicht mal dazu als Einstieg. Ja, herzlichen Dank, Frau Schüssler. Armin Pasch, Sie haben sich auch mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt, auch zum Thema Bangladesch. Und ja, irgendwo müssten wir schon nochmal die Rolle des Naps erklären. Und was mich also völlig wahnsinnig macht, ist, dass wir einen Nap-Prozess haben. Wir haben jetzt ein Lieferkettengesetz-Diskussion auf dem Tableau und gleichzeitig haben wir ein Textilbündnis, einen grünen Knopf. Wer soll da nicht verrückt werden? Lösen Sie das mal auf für uns. Armin. Das Ganze in 4 Minuten zu tun, dürfte mir ein bisschen schwer fallen. Vielen Dank erstmal für die Einladung und für die Frage. Ich würde mich erstmal gerne auf Bangladesch und die Corona-Krise
gerne beschränken und später dann auf das Lieferkettengesetz und den NAP zu sprechen kommen. Die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich gehört. In Bangladesch sind 2 von 4 Millionen TextilarbeiterInnen entlassen worden im März, kurzerhand auf die Straße geschickt worden. Die meisten ohne Abfindung, ohne Lohnfortzahlung und ohne jegliche soziale Sicherung. Das bedeutete für die Betroffenen und für deren Familien bittere Armut und Hunger, zumal wir es mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu tun haben ohnehin. Und die betroffenen Familien haben häufig überhaupt keine Ersparnisse gehabt. Der Hauptgrund für diese Entlassung liegt darin, dass westliche Modeketten im März in Milliardenhöhe Aufträge storniert haben. Das hatte natürlich zu tun und war dadurch begründet, dass es in der EU und teilweise auch in den USA ein Lockdown gab. Das führte dazu, dass viele Unternehmen befürchten mussten, dass sie auf den Waren sitzen bleiben könnten und eben ihre Waren nicht mehr loswerden würden. Das Problem ist aber, dass diese Unternehmen nicht nur Bestellungen storniert haben, die für Waren, die noch nicht produziert waren, oder dass sie nicht nur zurückhaltend waren bei neuen Bestellungen, sondern sie haben auch solche Bestellungen storniert für Waren, die bereits produziert waren oder sich in Produktion befunden haben. Und das ist ein Riesenproblem und es ist eigentlich skandalös. Die Unternehmen haben sich dabei berufen auf das Prinzip der höheren Gewalt, Force Majeure, was juristisch aber total fragwürdig ist. Was in Wirklichkeit geschehen ist, ist einfach, dass diese Unternehmen die Verluste der Krise versucht haben abzuwälzen auf die schwächsten Glieder der Kette, das heißt auf die Beschäftigten in Bangladesch, aber auch in Pakistan, Myanmar und in anderen Ländern. Und das ist absolut verwerflich und es ist abzulehnen. Was lernen wir daraus? Aus der Krise die Krise trifft nicht nur die Unternehmen in Deutschland, wie immer wieder betont wird, sondern es betrifft natürlich auch die Lieferketten und es betrifft insbesondere die Schwächsten in den Lieferketten. Und wenn wir jetzt von resilienten Lieferketten sprechen, dann darf das nicht nur heißen, dass wir Lieferengpässe für deutsche Unternehmen schließen, sondern das muss auch heißen, dass der Schutz für Menschenrechte und für Umweltstandards in den Lieferketten ebenfalls verbessert werden muss, damit Lieferketten auch für diese Menschen krisenfester werden und damit die Rechte geschützt werden. Ich möchte anfügen, fairnesshalber, dass C&A und Primark, die die Liste der höchsten Stornierungen angeführt haben, inzwischen ein Stück weit zurückgerudert sind. Sie haben einen Großteil der Verträge wieder erneuert, geben sie zumindest an. Darf man jetzt erstmal glauben. Das Problem ist aber, dass unklar ist, zu welchen Bedingungen das geschah. C&A hat selbst gesagt, dass Zahlungsfristen zum Teil verändert wurden, Bestellungen wurden nach hinten geschoben. Von anderen Unternehmen wissen wir, dass sie auch Preise nachverhandelt haben, dass sie zum Teil Preisnachlässe von bis zu 30% gefordert haben. Und das alles führt natürlich dazu, dass Menschen erst später wieder eingestellt werden können und dass die Krise sich verlängert. Da möchte ich aber trotzdem eine kurze Nachfrage stellen, weil wir ja heute das Generalthema Lieferkettengesetz haben. Und wie wäre denn ein Lieferkettengesetz in diesem Zusammenhang überhaupt wirksam geworden? Denn wenn ich irgendwas bestelle in Bangladesch, es wird produziert, es wird sogar aufs Schiff verladen und dann sage ich, ich nehme es euch nicht ab, dann wie würde da ein Lieferkettengesetz wirken? Ich denke, dass da ganz andere Regelungen eigentlich ja schon in Kraft sind. Weil das ist für mich auch öfters der Eindruck, dass man glaubt, solche Probleme über ein Lieferkettengesetz angehen zu können. Ist das der Fall? Also das Lieferkettengesetz ist natürlich nur ein Baustein. Ganz wichtig ist natürlich erstmal die nationale Gesetzgebung, der Arbeitsschutz in den Ländern, soziale Sicherheit und so weiter. Das ist ganz zentral. Aber ein Lieferkettengesetz hätte auch deutsche Unternehmen wie C&A verpflichtet, vor einer solchen Entscheidung, die ja offensichtlich überstürzt war, zunächst mal zu untersuchen, welche Risiken bringt das mit sich für die Menschenrechte der Betroffenen in der Lieferkette, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Lieferbetrieben. Dann hätte man nach einer solchen Risikoanalyse hätte man dann zu dem Schluss kommen müssen,
dass das eine große Gefährdung von Arbeitsrechten und Menschenrechten ist und man hätte davon absehen müssen. Andernfalls hätte es passieren können, dass diese Unternehmen eben mit einem Bußgeld belegt werden oder anders sanktioniert werden. Das alles ist nicht geschehen. C&A hat diese Entscheidung getroffen, hat hinterher dann auf die internationale Kritik reagiert. Und ich glaube, dass es auch dem Unternehmen besser getan hätte, wenn es ein Lieferkettengesetz gegeben hätte und die Risikoanalyse vorher stattgefunden hätte. Natürlich. Jetzt muss C&A mit dem Rufschaden leben, muss aber trotzdem die Bestellungen erneuern. Und es hat keinen Vorteil, aber sehr viele Nachteile von diesem Handeln. Ja, danke schön. Jetzt waren wir gerade in Bangladesch, jetzt bleiben wir auch in Bangladesch. 2013 gab es ja diesen Einsturz von Rana Plaza mit 1.138 Toten. Seitdem, so die Behauptung, ist einiges in Gang gekommen. Frau Schüssler, was hat sich denn tatsächlich bewegt? Haben sich die sozialen Verhältnisse denn gebessert? Weil Armin Pasch hat ja gerade gesagt, also Rücklagen konnten die nicht mal für 2-3 Tage anlegen. Also was die Lebenssituation anging, scheint sich ja nicht allzu viel getan haben, aber vielleicht in anderen Bereichen, Frau Schüssler. Ja, in der Tat. Also die Corona-Krise jetzt ist so ein bisschen der Litmus-Test für das, was sich da eigentlich tatsächlich getan hat. Und Sie haben ja eingangs erwähnt, dass ich eben an einem internationalen Konsortium beteiligt war oder das geleitet habe, wo wir sehr umfassend Daten dazu erhoben haben, was seit Rana Plaza in der Bekleidungsbranche passiert ist. Und zwar haben wir in Großbritannien, Deutschland, Australien und Schweden die größten Marken- und Handelsunternehmen angeschaut und mit ihnen gesprochen und gefragt, was sie verändert haben. Wir haben eine umfassende Umfrage mit 250 Fabriken in Bangladesch gemacht und deren Perspektive, die sich der Fabrikmanager einzufangen, und haben zusätzlich eine Umfrage mit 1500 Arbeiterinnen in Bangladesch auch durchgeführt, um deren Sicht auf die Dinge, in Bezug auf die Frage, was hat sich denn seit Rana Plaza verändert, uns angeschaut. Im Zusammenhang dazu natürlich auch mit den verschiedenen Stakeholdern, Gewerkschaften, NGOs und so weiter gesprochen. Und das Bild, das sich eben zeigt, ist, dass sich durchaus einige Dinge verbessert haben für die Arbeiterinnen, aber dass sich strukturell an dieser Grundproblematik der Lieferketten, die ja auch durch ein massives strukturelles Ungleichgewicht und ungleiche Machtverteilung geprägt ist, bei denen einfach die Arbeiterinnen am Ende das schwächste Glied in der Kette sind, an diesem strukturellen Ungleichgewicht oder Missstand hat sich eben nichts getan. Und genau das zeigt jetzt eigentlich auch die Corona-Krise. Also ich würde jetzt nochmal kurz den Bildschirm teilen, weil ich hier so wirklich eine sehr knappe Zusammenfassung aus 3 Jahren intensiver Arbeit mal mitgebracht habe. Wen es interessiert, der kann sich unseren Projektbericht anschauen. Da stehen die Ergebnisse etwas detaillierter drin. Weil wir haben eben so drei Bereiche festgestellt, wo sich was getan hat, aber in allen Bereichen hat sich eben nicht genug getan. Also wenn ich das mal so kurz zusammenfassen kann, der erste Bereich ist, dass die Beziehung zwischen Einkäufern und Lieferanten, also viele Unternehmen haben natürlich nach Rana Plaza versucht, ihre Lieferketten zu konsolidieren, das heißt die Zahl der Lieferanten zu reduzieren, um eben einen besseren Überblick zu bekommen. Viele Unternehmen, manche waren da schon recht weit, für andere war das wirklich Rana Plaza dann der Event, der gezeigt hat, oh, wir müssen da jetzt doch was tun. Und die gerade mit den Lieferanten in Bangladesch haben sich die Beziehungen auch etwas stabilisiert. Das bestätigen auch die Fabrikmanagerinnen und Manager, indem sie sagen, die durchschnittliche Zeit der Lieferantenbeziehung liegt so bei 4 bis 6 Jahren. Das Verhältnis ist eigentlich gut und sehr konstruktiv und so weiter. Was aber gleichzeitig dazu passiert, ist, dass permanent die Einkaufspreise eigentlich weiter sinken. Also aus Sicht der Lieferanten stellt sich das dann so dar, dass sie einerseits zwar etwas stabilere Beziehungen haben, auch eine etwas stabilere Basis, auf der sie planen können. Gleichzeitig sind sie aber mit extrem hohen oder auch gestiegenen Anforderungen im Bereich so von Compliance-Richtlinien konfrontiert, die ja auch wieder Geld kosten. Sie sind damit konfrontiert, dass sie beispielsweise Reparaturen jetzt an der Gebäudesubstanz, das war ja das große Thema seit Rana Plaza, durchführen müssen.
und bekommen da aber in der Regel keinerlei finanzielle Unterstützung durch die hiesigen Unternehmen. Und die Einkaufspreise selbst spiegeln diese positiven Entwicklungen auch in keinster Weise wider. Die sinken eher noch. Also das ist aus Sicht der Lieferanten so eine ganz zentrale Zwickmühle. Die spiegelt sich so ein bisschen auf Seite der hiesigen Unternehmen, die eben auch sagen, dass sie wahnsinnig viel investiert haben, auch selber eben in ihren Compliance-Bereich vor allem. Wir nennen das Embedded Compliance Regime. Also die haben wahnsinnig elaborierte Polizen mittlerweile aufgesetzt. Die haben ihre Auditing-Prozeduren überarbeitet und investieren da auch richtig viel rein, stellen aber teilweise ja selbst fest, gut, wir können jetzt die Lieferanten irgendwie kontrollieren, aber so richtig hilft es uns nicht, die Situation der Arbeiterinnen strukturell zu verbessern. Und aus Sicht der Arbeiterinnen haben wir so den Begriff Hardship Workplace kreiert. Der soll zeigen, dass es eben nicht mehr so diese Sweatshop-Conditions sind, sondern dass sich eben dort durchaus vor allem im Bereich Sicherheit, Arbeitssicherheit, viel getan hat. Das war einfach auch der Hauptfokus nach Rana Plaza. Und es wurde aber im Zusammenhang mit der Verbesserung der Gebäudestruktur gab es natürlich schon gewisse so Überschwappungseffekte auch in andere Bereiche hinein. Und die Arbeiterinnen sagen auch, dass sich tendenziell ihre Arbeitsbeziehungen formalisiert haben. Sie sind stabiler, sie sind auch länger geworden. Sie fühlen sich auch besser abgesichert. Es haben sich auch so prozedurale Dinge verbessert, wie in den großen Fabriken vor allem. Ne? Jetzt so ein Stillraum für Mütter, um ihre Kinder zu stillen und. Also da hat sich schon viel getan. Aber in den substanziellen Bereichen, Einkommen, Arbeitsstunden und der dritte Bereich, auch so verbaler, teilweise auch physisch, aber vor allem verbaler Missbrauch, hat sich überhaupt nichts getan. Beziehungsweise das vor allem dieser Missbrauchsbereich hat sich eher noch verschlechtert. Und da sieht man eben wieder dieser Druck, der letztlich auf allen Akteuren in diesem Gesamtkonstrukt hängt. Und meine Arbeitsthese, als ich in das Projekt reingestartet bin, war so ein bisschen, das ist eigentlich ein unlösbares Problem. Und so richtig viel hat sich an dieser These auch nicht verändert, weil eben alle Akteure in dem ganzen Konstrukt unter massivem Druck sind und der Druck kommt von diesem extremen Preiswettbewerb, dem sich eben auch die gut gewählten Unternehmen letztlich nicht entziehen können. Und ich habe jetzt vielleicht, um das so abzurunden, nochmal aus den verschiedensten Sichtweisen jeweils ein Zitat mitgebracht, um die Stimmung so ein bisschen zu zeigen. Also hier ein Zitat aus unserer Befragung von den Fabrikmanagern in Bangladesch, die eben sagen würden, wir haben jetzt hier eigentlich die modernste, beste Fabrik aufgebaut und trotzdem sind die Einkäufer eben nicht bereit, das irgendwie zu entlohnen. Im Gegenteil, die Preise sinken eigentlich immer weiter. Also das ist die eine Sichtweise. Aus Sicht der Arbeiterinnen, auch das habe ich ja gerade schon gesagt, die sagen, früher war es eigentlich noch okay, wir durften zwar nicht fehlen und es gab sehr strenge Regeln, aber jetzt haben wir zwar bekommen wir höhere Löhne, unsere Bedingungen haben sich verbessert, aber auch der Druck, der auf uns lastet, hat sich massiv verschlechtert. Jetzt dürfen wir überhaupt nicht mehr fehlen, wir können keine Pause mehr machen, wir werden ständig angeschrien und überwacht und so weiter. Also dieser Druck scheint extrem hoch zu sein in den Fabriken. Und jetzt die letzte Perspektive, die sich der hiesigen Unternehmen, der Einkäufer, das geht jetzt vielleicht direkt an den Regierungsapparat, das finde ich ein sehr schönes Zitat, die sagen nämlich, naja, wir haben jetzt diese ganzen Initiativen, den NAP und so weiter, die kommen aber vom Entwicklungsministerium, die kommen vom Arbeitsministerium, aber das Wirtschaftsministerium, das ist ja unser eigentlicher Bezugspunkt, die tun eigentlich nichts. Und irgendwann muss man sich mal entscheiden, nach welchen Spielregeln wir spielen sollen. Und ich finde, das drückt das so schön aus, diese Zwickmühle, dass selbst die Unternehmen, die sagen, wir würden eigentlich gerne was tun, wir wollen auch nicht, dass unsere Arbeiterinnen in Bangladesch sterben oder misshandelt werden, sagen aber, wir sind in diesem extrem kompetitiven Marktfeld,
Die Bedingungen hierfür werden auch von der Politik gesetzt. Dieser Markt kommt ja nicht von alleine. Der wird durch Freihandelsabkommen und so weiter ja auch befördert. Und wir alleine können diesen Konflikt nicht auflösen. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Abschluss, der dann wieder zeigt, es braucht politische Regulierung. Also unser Fazit des Projektes wäre eigentlich, es ist ein Irrweg zu glauben, die Unternehmen können das alleine lösen. Die haben wirklich viel getan und versucht, das zu lösen. Das Textilbündnis hat da sicherlich auch viel beigetragen, aber es gibt einfach einen Punkt, da kommen die Unternehmen alleine nicht weiter. Und das ist hier eben so ein bisschen dieses Fazit. Der Druck wird einfach, der schwarze Peter wird immer einem anderen zugeschoben. Ne? Die Arbeiterinnen sagen, es sind die bösen Manager, die Fabrikmanager sagen, es sind die bösen Einkäufer, die uns nicht genug sagen. Und die Einkäufer, die hiesigen Unternehmen sagen, es sind unsere bösen Wettbewerber, die Jeans für 9 € verkaufen. Und keiner will das so haben, aber es ist eben so, wie es ist. Und es gibt eigentlich keinen Weg raus, weil es sich hier um kollektive Handelsprobleme handelt, die eben nicht von Unternehmen alleine gelöst werden können. Also das ist so das Fazit unserer Studie. Ja, herzlichen Dank. Das war ja doch spannend und interessant. Ich möchte bei diesem Thema gleich bleiben. Sie haben ja gesagt, dass also die soziale Situation im Prinzip strukturell immer noch sehr desolat ist, immer noch fragil ist. Jetzt wissen wir ja natürlich, dass auch in Afrika sich Mikrofone ausschalten, irgendwas stört. Dass sich die Situation in Afrika auch dahingehend verbessert, dass dort jede Menge neue Textilfabriken gebaut werden. Und das Schlimme daran ist, dass diese Textilfabriken billiger produzieren als in Bangladesch, als in Asien. Woher soll denn eine Stabilisierung kommen? Oder meine ganz konkrete Frage an Sie, Armin Pasch, was braucht es denn eigentlich tatsächlich, um die nationalen Lieferketten wirklich resilient zu machen, damit die stabil werden? Bitte sehr. Ja, ich glaube, dass es vielfältige Lehren gibt, die es aus der Corona-Krise zu ziehen gilt. Zum einen glaube ich schon, dass wir darüber nachdenken müssen, in einigen Bereichen die Lieferketten zu verkürzen, auch lokale Produktion wieder zu stärken, lokale Märkte zu stärken. Das wird ja häufig thematisiert mit Blick auf die berühmten Atemschutzmasken oder Medizin. Aber ich glaube, es gibt auch viele andere Bereiche, wo das notwendig ist. Zum Beispiel im Agrarbereich, in Lebensmitteln. Es macht einfach keinen Sinn, zum Beispiel, dass wir Rindfleisch oder Hühnerfleisch künftig vermehrt aus dem Mercosur importieren. Das ist irrsinnig, das ist schlecht fürs Klima. Und es ist schlecht für die Ernährungssouveränität und das Recht auf Nahrung in diesen Ländern. Das heißt, lokale Märkte stärken würde auch diesen Ländern dienen. Trotzdem ist es nicht so, dass wir jetzt für einen radikalen Rückbau von Lieferketten oder eine radikale Deglobalisierung uns aussprechen würden. Wir sagen stattdessen, die Produkte, die global gehandelt werden oder Dienstleistungen oder Investitionen, die getätigt werden, grenzüberschreitend, die müssen eben verstärkt an soziale, menschenrechtliche und Umweltstandards gebunden werden, und zwar auf allen Ebenen. Konkret fordern wir in Deutschland ein Lieferkettengesetz, ein Gesetz, was deutsche Unternehmen verpflichtet, Menschenrechte und Umweltstandards umzusetzen, konkret sogenannte Sorgfaltspflichten umzusetzen. Das bedeutet, dass die Risikoanalysen durchführen müssen. Wo gibt es menschenrechtliche Risiken oder vielleicht schon negative Auswirkungen? Die müssen darauf basierend Maßnahmen ergreifen, um solche Auswirkungen zu verhindern. Sie müssen transparent berichten, sie müssen Beschwerdestellen einrichten. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie durch ein Lieferkettengesetz dann mit Bußgeldern belegt werden, von Außenwirtschaftsförderung und öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden, zumindest vorübergehend. Und wenn sie durch mangelnde Sorgfalt zu vermeidbaren und vorhersehbaren Schäden beitragen in anderen Ländern, dann muss es auch dazu führen, dass sie vor deutschen Zivilgerichten verklagt werden können auf Schadensersatz, dass sie tatsächlich dann auch dafür haften. Das sind aber juristisch hohe Hürden und keineswegs die unbegrenzte Haftung, über die ein Steffen Kampeter und von der BDA und andere Wirtschaftsvertreter polemisieren. Ich muss dazu sagen,
Wir fordern so ein Gesetz nicht nur in Deutschland, sondern seit langem setzen wir uns auch für eine EU-Verordnung ein, damit alle Unternehmen in der EU und Unternehmen, die in der EU aktiv sind, solche Regeln beachten müssen. Und wir fordern das Gleiche auch auf UN-Ebene, nämlich ein UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte. Das wird seit Jahren von der EU und von der Bundesregierung auch blockiert. Für diese internationalen Regeln sollte sich die Bundesregierung einsetzen. Das wird sie aber am glaubwürdigsten nur dann tun können, wenn sie auch erstmal in Deutschland die Hausaufgaben macht. Das heißt, zunächst mal hier ein Lieferkettengesetz verabschiedet. Wir hoffen, dass das dann tatsächlich im Herbst kommt. Und dann erhöhen sich auch die Chancen, dass sich in der EU und auf UN-Ebene was tut. Frau Schüssler, haken Sie nach und beantworten Sie mir die Frage. Jetzt kommt doch der Justizkommissar Reinders daher und sagt, im Jahr 21, das sind jetzt noch 5-6 Monate, wird er die Thematik auf europäischer Ebene angehen. Wie sinnvoll ist denn das dann wirklich? Armin Pasch hat ja gesagt, also wir müssten mal irgendwo in Gänge kommen, Beispiele setzen, damit wir auch auf europäischer Ebene durchdringen. Aber wenn der das jetzt übernimmt, ist dann noch der deutsche Aktion notwendig? Ja, also zunächst mal kann ich das nur unterstützen, dass natürlich auch das auf der politischen Ebene ein kollektives Handeln Problem ist, weil eben jede Regierung sagt, naja, aber wenn ich hier das für meine Unternehmen schwieriger mache und die anderen nicht, dann haben die wieder einen Wettbewerbsvorteil. Also insofern halte ich das für absolut richtig, das muss auf der EU-Ebene angegangen werden. Und nein, man kann nicht einfach hoffen, dass das da passiert. Es gab da ja auch schon die Garment Initiative, die dann von der Kommission wieder gekillt wurde. Also man braucht natürlich nicht hoffen, dass das dann, wenn sich bloß, weil sich jemand drum kümmert, dass es dann auch durchgeht auf EU-Ebene. Und das, was unsere Forschung auch zeigt, ist, dass das natürlich immer ein Prozess ist. Und jeder Schritt in so einem Prozess bringt dann trotzdem die Akteure wieder weiter. Also das ist das, was ganz zentral ist aus unserer Untersuchung, was sich auf Ebene der Unternehmen zeigt. Also die Unternehmen beispielsweise, die in dem Accord, dem Bangladesch Accord mitgemacht haben, die auch schon in der ETI, der Ethical Trading Initiative, mitgemacht haben, die vielleicht sogar schon dann auch ein globales Rahmenabkommen mit den Gewerkschaften abgeschlossen haben. Die Unternehmen sind natürlich schon sehr viel weiter in der Art und Weise, wie sie das ganze Thema auf der Unternehmensebene angehen. Das sind auch die Unternehmen, die beispielsweise sich jetzt zu dieser ACT-Initiative zusammengeschlossen hat, die ja auch genau wieder der Versuch ist, kollektiv zu handeln. Also das Problem, das auf der Unternehmensebene aufgrund der Wettbewerbssituation eben nicht lösbar ist, irgendwie zu kollektivieren. Und da gibt es zwei Wege, das zu tun, indem eben wirklich die Unternehmen gemeinsam mit anderen Stakeholdern zusammenarbeiten oder durch Regulierung. Also staatliche Regulierung ist ja auch ein zentraler Weg, so kollektive Handlungsprobleme anzugehen. Und diese ACT-Initiative versucht ja nun gerade, also so der Grundansatz ist taking wages out of the competition, also wirklich zu versuchen, so eine Art Kollektivverhandlungen. Diesen Mechanismus gibt es natürlich auf nationaler Ebene schon. In dem globalen Raum gibt es das noch nicht. Der Versuch ist, das auf einer globalen Ebene zu organisieren. Aber auch hier diese Unternehmen, die in ACT drin sind, sagen, wir kommen da jetzt eigentlich ohne sowas wie ein Liefergesetz, Kettengesetz, nicht weiter, weil wir haben jetzt irgendwie die 10, 20 Unternehmen, die schon diesen langen Prozess mitgemacht haben und mittlerweile schon sehr progressiv sind. Aber auch das ist was eigentlich flächendeckend unterstützt werden muss. Und solange nicht alle Unternehmen den gleichen Druck verspüren, hier mehr zu tun, gelingt eben diese Kollektivierung des Problems eigentlich nicht. Also insofern halte ich das für absolut wichtig, dass auch ein Land wie Deutschland da endlich aktiv wird, um auch so einen Prozessgedanken zu verfolgen. Also dann hat es schon Frankreich, dann hat es dann schon Deutschland. England hat den Modern Slavery Act. Und je mehr Länder schon Schritte gegangen sind, desto leichter wird es natürlich auch sein, dann auf EU-Ebene zu einer Lösung zu kommen, die absolut überfällig ist. Ja, das klingt alles plausibel und nachvollziehbar. Im Prinzip haben Sie ja auch jetzt schon meine letzte Frage ein bisschen beantwortet, nämlich wie ist denn der nationale Stand in Bezug auf Lieferkettengesetzgebung und gegeben und was wären so die Schwerpunkte eines Lieferkettengesetzes? Wenn Sie das nochmal kurz aufgreifen wollen, Armin und Frau Schüssler.
Was wäre wichtig und wie weit sind wir denn da schon? Ja, man muss ja sagen, der Tag für diese Veranstaltung hätte nicht besser gewählt werden können, weil heute unheimlich viel passiert ist. Also für diejenigen, die die Hintergründe nicht so gut kennen, nochmal zur Erinnerung, es gibt seit 2016 einen nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung. Darin werden aber die deutschen Unternehmen nicht verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten, sondern es wird nur die Erwartung geäußert, dass sie das tun. Aber immerhin wurde gesagt, wir werden gesetzlich tätig in Deutschland, wenn nicht mehr als 50% der deutschen Unternehmen das erfüllen. Die Logik ist schon problematisch, aber immerhin wurde ein Monitoring in Auftrag gegeben und der Koalitionsvertrag sagte dann auch, wenn die Unternehmen nicht bestehen, dann wird ein Gesetz kommen. Im Februar 2020, eigentlich schon im Dezember, wurde bekannt, dass nach einer ersten Befragungsrunde des Monitorings 16-18% der deutschen Unternehmen die Anforderungen an die menschenrechtliche Sorgfalt erfüllten. Und das, obwohl Wirtschaftsminister Altmaier gemeinsam mit BDI, BDA, DIHK und anderen Verbänden die Anforderungen des Monitorings für die Unternehmen massiv abgesenkt hat. Das haben wir schwarz auf weiß durch die Korrespondenz zwischen Wirtschaftsministerium und Altmaier persönlich und den Wirtschaftsverbänden. Altmaier und der BDI waren hochzufrieden mit der Methodik, mit den Anforderungen, mit dem Fragebogen. Kaum kamen die Ergebnisse dann raus. Letztes Jahr im Dezember hieß es, von Anfang an war die Befragung so angelegt, dass die deutschen Unternehmen scheitern würden, um Heil und Müller einen Vorwand zu bieten, ein solches Gesetz uns aufzubrummen. Daraufhin wurde dann nochmal nachverhandelt, der Fragebogen und auch der Anforderungsrahmen wurden nochmal leicht angepasst. Es war aber jetzt nicht so wild wie bei der ersten Verwässerungsrunde, möchte ich mal sagen. Und jetzt heute wurden die Ergebnisse der zweiten und finalen Befragungsrunde bekannt gegeben auf der Pressekonferenz von Minister Heil und Minister Müller. Gerade mal 22% der Unternehmen haben die Anforderungen erfüllt und es ist deswegen folgerichtig, dass Müller und Heil vor die Presse getreten sind heute und gesagt haben, so, wir haben jetzt alle Belege, die notwendig sind. Das Ergebnis ist erschütternd, dass die Unternehmen nach wie vor die Sorgfaltspflichten nicht erfüllen. Deswegen das Prinzip der Freiwilligkeit ist gescheitert. Wir brauchen jetzt ein Lieferkettengesetz, so weit, so gut. Das ist sehr zu begrüßen. Es gibt aber zwei große Fragezeichen. Das eine ist der Inhalt. Also Hein und Müller haben gesagt, jetzt werden erst nochmal im August innerhalb der Koalition, auch mit dem Kanzleramt, dem Wirtschaftsministerium, neue Eckpunkte ausgehandelt. Und darauf will man sich im August einigen und dann im September soll das Gesetzgebungsverfahren starten. Der Plan ist gut, aber wir wissen, wie beharrlich das Kanzleramt, das Wirtschaftsministerium blockiert haben in den letzten Jahren, muss man sagen. Es ist unwahrscheinlich, dass es im August jetzt zu einer Einigung kommt, obwohl es schon Meldungen auch vom Spiegel gibt, dass Kanzlerin Merkel immerhin sich auf EU-Ebene für ein Gesetz ausspricht. Das ist aber die erste Gefahr. Tatsächlich, dass jetzt auf Druck von Merkel und Altmaier die ganze Diskussion auf die EU ausgelagert wird, wo es alle möglichen Hebel gibt für die Wirtschaftsverbände, für alle möglichen Wirtschaftsminister dieser EU, eine solche Regulierung zu blockieren. Das würde bedeuten, dass ein Lieferkettengesetz in Deutschland erst in, wenn überhaupt, in 4-5 Jahren käme und dann wahrscheinlich massiv verwässert. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist der Inhalt der Eckpunkte. Es war schon mal ein Entwurf der Eckpunkte vom Entwicklungsministerium und vom Arbeitsministerium geleakt worden. Das wurde nicht veröffentlicht aus verschiedenen Gründen, auch auf Druck der Verbände, muss man sagen. Diese Eckpunkte gingen durchaus in die richtige Richtung. Es wurde zivilrechtliche Haftung vorgesehen und auch Sanktionen, wie zum Beispiel Bußgelder. Problematisch ist aber, dass die Beweislast für Zivilklagen ausschließlich den Klägern, den Geschädigten zugewiesen wurde, was restriktiver ist als die aktuelle Gesetzgebung. Ein anderes Problem ist, dass Unternehmen, die einem Branchenstandard beitreten, sich eine Haftungserleichterung erhoffen können. Und das dritte Problem ist, dass die Umweltaspekte sehr schwach ausgeprägt waren. Die große Frage ist darüber hinaus, aber wenn jetzt die Verhandlungen mit dem Kanzleramt und dem Wirtschaftsministerium beginnen, was bleibt davon übrig von den positiven Elementen, die bisher in den Eckpunkten drin waren?
Also man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass Altmaier und das Kanzleramt alles tun werden, diesen Eckpunkten jegliche Zähne zu ziehen, sodass dann höchstens Berichtspflichten übrig bleiben. Und also beides gilt es unter allen Umständen zu vermeiden, eine Auslagerung an die EU, wie auch eine Verwässerung der Eckpunkte. Wie gesagt, wir brauchen ein starkes nationales Gesetz und dann erhöht sich auch der Druck auf die EU, eine EU-Verordnung zu verabschieden, die auch wirksam ist. Ja, herzlichen Dank. Jetzt wollen wir doch mal auch schauen, was unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Fragen gestellt haben. Jetzt ist Ivan dran. So, ich hoffe, man hört mich, ja. Genau. Wir haben vier interessante Fragen von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen. Eine Frage wurde ganz gut, denke ich, schon beantwortet, nämlich die Frage, auf welcher Ebene würde ein Lieferkettengesetz am meisten Sinn machen? EU oder Nationalstaatsebene? Ich denke, das ist klar geworden, dass das eine und das andere nicht ausschließt und dass eine nationale Gesetzgebung erstmal gefordert ist, um da einen Druck aufzubauen. Dann haben wir eine Frage von Frau Hehn. Ein Lieferkettengesetz soll auch Kinderarbeit verhindern. In Bezug auf Kinderarbeit hört man von Gegnern des Gesetzes häufig das Argument, dass die Kinder noch schlimmer dran wären, wenn wir die von ihnen produzierten Waren nicht mehr kaufen, könnten ihren Familien dann kein Geld mehr bringen und hätten deshalb nichts mehr zu essen und so weiter. Also was ist dem entgegenzuhalten oder wie ist dem zu begegnen? Das wäre erstmal die zweite Frage. Die dritte Frage ist, der EU-Justizkommissar, der ein europäisches Lieferkettengesetz für 2021 ins Spiel gebracht hat, hat dabei von Sonderregelungen für kleine und mittlere Unternehmen gesprochen, weil diese besondere Probleme hätten. Ist das sinnvoll oder besteht da die Gefahr der Verwässerung? Und als viertes hätten wir die Frage, wie klären wir den Konsumenten auf, wie viel Leid hinter jedem billigen T-Shirt steckt? Auf eine ganz persönliche Ebene abzielend. Ja, Frau Schüssler, fangen Sie an mit den Kindern. Was passiert, wenn die Kinder nicht mehr arbeiten dürfen? Geht es den Familien dann so schlecht, dass sie Probleme bekommen, Ernährung und medizinische Versorgung? Gut, ich meine, das ist ja ganz generell auch Teil dieser Problematik. Also wenn wir jetzt alle aufhören, billige Kleidung zu kaufen, dann würden natürlich auch jetzt nicht nur die Kinder, sondern auch generell die Menschen in Bangladesch wieder Jobs verlieren. Ja, also das meinte ich wohl mit dem unlösbaren Problem. Also wenn wir auch an so Sachen wie Zurücksourcen denken und die Komplexität der Lieferketten zu reduzieren. Aus ökologischen Gründen müssten wir sonst so sofort aufhören mit der Bekleidungsproduktion und alle wieder die Leinenhemden tragen. Aber dann damit ist natürlich den lokalen Arbeiterinnen auch nicht geholfen. Und das muss man immer mit bedenken. Und diese Regelungen sind ja einfach dazu da, zu verhindern, dass Menschen ausgebeutet werden oder sterben. Und es gibt einfach bezüglich Kinderarbeit ganz klare Richtlinien, auch seitens der ILO. Und die gilt es zu berücksichtigen. Und die Menschen, die diese Richtlinien geschaffen haben, haben das natürlich berücksichtigt, dass es da womöglich auch lokale Bedarfe gibt. Und ich denke, es ist auch im Rahmen dieser Richtlinie möglich, dass Kinder einen gewissen Anteil von Stunden an einem Tag arbeiten. Aber was eben nicht geht, ist, dass sie 10 Stunden oder 12 Stunden in der Fabrik arbeiten und keine Ausbildung bekommen. Und darum geht es ja hier. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, auch nicht nur über die Seite jetzt, was können quasi die Einkaufsländer tun, sondern immer auch auf den lokalen Kontext zu schauen und diesen zu stärken und insbesondere eben die Rechte der Arbeiterinnen vor Ort zu stärken. Und da, wo es eine starke auch Zivilgesellschaft gibt und eine starke Arbeiterinnenbewegung gibt, da gibt es dann doch auch natürlich die Möglichkeit, solche Regeln so zu schaffen, wie sie eben für den lokalen Kontext passend sind. Also das vielleicht mal zu den Kindern. Da wäre die Sonderregelung für KMUs, wie sinnvoll sind die? Und wie klären wir den Konsumenten, die Konsumentin auf? Wer will von Ihnen welche übernehmen? KMUs, Frau Schüssler und Armin dann als ziviler Vertreter der Zivilgesellschaft? Ja. Oder andersrum? Ja, machen Sie, wie Sie wollen. Ich kann,
kann auch zu beiden kurz was sagen. Also Sonderregeln, das hat man ja auch schon bei der EU-Richtlinie zu den nicht finanziellen Berichtspflichten gesehen. Also das ist natürlich, ich kann die Logik verstehen, dass man sagt, wir nehmen jetzt erstmal nur die größten börsennotierten Unternehmen, für die dann diese Regeln gelten. Das ist natürlich wichtig, aber gerade in einem Land wie Deutschland sind viele Unternehmen im Privatbesitz, ja, und ein Unternehmen wie Aldi, das zu den reichsten Unternehmerfamilien der Welt gehört, haben keinerlei Berichtspflichten und insofern, wie gesagt, ich verstehe das, dass kleine und mittlere Unternehmen deutlich weniger Ressourcen haben, auch deutlich weniger Ressourcen eben in so einen Bereich zu investieren. Das ist ja Teil des Geschäftsmodells von einem Unternehmen wie H&M, da hunderte von Leuten zu haben, die sich eben damit zu beschäftigen. Natürlich spielt das eine Rolle, aber von vornherein kann dazu führen, dass gerade jetzt wieder in der Bekleidungsindustrie, dass diese Regeln einfach für ganz viele Unternehmen nicht gelten und dann diese kritische Masse nicht erreicht werden kann. Und was die Konsumentinnen angeht, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die ganzen Maßnahmen, die wir diskutieren oder die bisher auch in der Branche umgesetzt wurden, die zielen meistens darauf ab zu sagen, ja, das Problem sind die Produktionsstätten und das Problem sind die Produktionsländer mit ihren schwachen Gesetzen und so weiter. Und das ist natürlich nur die eine Seite der ganzen Kette. Die Seite ist die andere Seite, die muss auch mit betrachtet werden. Gleichzeitig kann man auch da, finde ich, den schwarzen Peter nicht den Konsumentinnen alleine zuschieben, die eben gar nicht angemessen informiert sind über die Bedingungen in den Lieferketten, um da Entscheidungen fällen zu können. Ich denke aber, dass auch wieder von politischer Seite da noch mehr getan wird, dass gewisse Informationskampagnen gestartet werden, um Konsumentinnen stärker informieren. Ich denke aber nicht, dass das der zentrale Hebel ist. Wichtigerer Hebel auf der Konsumentenseite ist eher dieser Bereich öffentliche Beschaffung. Also der öffentliche Dienst ist ja eben auch ein Konsument. Und auch da gibt es natürlich schon viele Maßnahmen. Und das, denke ich, wäre der viel bessere Hebel, von der Konsumentenseite her zu kommen und zu schauen, was braucht es denn eigentlich für eine komplett nachhaltige öffentliche Beschaffung. Und das kann dann auch wieder übersetzt werden in bestimmte Richtlinien, Gesetze, aber natürlich auch Informationsmaßnahmen. Armin, möchten Sie ergänzen? Ja, gerne. Vielleicht auch nochmal zunächst zu der Frage der Kinderarbeit. Es ist natürlich klar, dass die Kinderarbeit in Westafrika jetzt nicht nur in der Kakaoproduktion liegt. Also Armut ist ein größeres Problem mit vielen Ursachen. Das muss auch an vielen Stellen bekämpft werden. Zum Beispiel, dass Bildungschancen geschaffen werden, also Bildung auch ohne Gebühren, dass wir ein vernünftiges Sozialsystem haben, dass insgesamt faire Löhne bezahlt werden. Und wenn wir das haben, dann werden die Kinder auch nicht gezwungen oder gezwungen sein, zusätzlich zu arbeiten, damit die Familien überleben können. Aber das Lieferkettengesetz spielt da schon eine Rolle, weil Sorgfaltspflichten bedeutet nicht nur, dass man Audits durchführen lässt, dass man kontrolliert, sondern das haben Sie schön, glaube ich, herausgearbeitet, Frau Schüssler, dass eben auch die Bedingungen geschaffen werden müssen, damit Betriebe vor Ort angemessene Löhne zahlen können und natürlich auch die anderen sozialen Rechte achten. Und da geht es dann natürlich auch ans Geld. Auch deutsche Unternehmen, Einzelhändler, Kakaoproduzenten, Schokoladenproduzenten müssen bereit sein, einen angemessenen, fairen Preis für die Rohstoffe zu bezahlen, damit Kinderarbeit eben nicht notwendig ist. Zu den Sonderregelungen für Kleinunternehmen. Also es ist so, dass in Deutschland niemand den Kiosk von nebenan jetzt verpflichten will, Coca-Cola zu kontrollieren zum Beispiel. Das sind ja Schreckgespenster, wie sie ernsthaft tatsächlich von Unternehmensverbänden so an die Wand gemalt werden. Also das hat mit der Realität nichts zu tun. Als Initiative Lieferkettengesetz haben wir Anforderungen an ein Lieferkettengesetz formuliert und demnach würden vor allem Unternehmen, also große Unternehmen, das sind nach dem deutschen Handelsgesetzbuch Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, vor allem die würden verpflichtet zu menschenrechtlicher Sorgfalt und kleinere Unternehmen nur dann, wenn es wirklich Hochrisikogebiete sind, wie zum Beispiel Waffenexport oder sowas.
Was die anderen Unternehmen angeht, gilt das Prinzip der Angemessenheit. Wir brauchen keine Sonderregeln für bestimmte Betriebsgrößen, sondern das Prinzip der Angemessenheit. Und das heißt natürlich, dass Daimler mehr unternehmen kann, um Menschenrechte umzusetzen und Zulieferer dazu zu bringen, Menschenrechte einzuhalten, als jetzt ein kleines Unternehmen von 250 Mitarbeitern. Und das muss berücksichtigt werden bei der Begutachtung. Dafür gibt es Richtlinien. Bei den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ist es ziemlich genau beschrieben, wo da die Unterschiede sind. Ivan. Ja, wenn ich noch eine Frage nachschieben darf, bitte. Jetzt im Anschluss an die Diskussion, gibt es denn Beispiele, dass die Unternehmen, die sich, ach Gott, oh Gott, gibt es denn Beispiele dafür, dass die, die auf eine faire Zusammenarbeit Wert legen, besser durch die Krise kommen? Das ist ja auch ein interessanter Aspekt jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Und gerade eben noch eine Frage gekommen, wie werden die am Ende der Lieferkette in die Regulierungen mit einbezogen? Also diejenigen, die am Ende der Lieferkette stehen, wie werden die in die Regulierungen mit einbezogen? So. Ja, das ist immer die zentrale Frage. Bitte, wer will? Frau Schüssler, fangen Sie an und Armin Pasch ergänzt dann wieder. Okay, ja, zu dem letzten Punkt, wie werden die am Ende der Lieferkette einbezogen? Da müssen wir jetzt schauen, über welche Regulierungen sprechen wir. Also die Arbeiterinnen in Bangladesch werden natürlich nicht in die deutsche Gesetzgebung zum Lieferkettengesetz in den Prozess mit einbezogen. Wir hoffen natürlich, dass das Wissen über ihre Situation mit einbezogen wird. Aber jetzt beispielsweise bei dem Brandschutzabkommen in Bangladesch war ja eines der Kritikpunkte jetzt seitens der Akteure in Bangladesch, dass eben die lokalen Akteure nicht mit eingebunden wurden, sodass das Abkommen jetzt ja auch nicht in der Form, wie es existierte, verlängert wurde und in lokale Hände gegeben wurde. Und da gibt es natürlich Gründe, warum das nicht passiert ist. Und ich kann die Kritik auch verstehen, jetzt aus Sicht der Akteure in Bangladesch. Und das war auch nicht nur die Politik, sondern selbst die Gewerkschaften haben sich dafür ausgesprochen, das in die eigenen Hände zu bekommen. Man muss aber doch sehen, was da jetzt dabei rauskommt. Da gibt es einfach ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Und zu der ersten Frage, ob die Unternehmen jetzt besser durch die Krise kommen, die sich da verantwortlicher verhalten, da liegen mir keine Informationen vor. Ich würde aber fast sagen, ich kann da keine Unterschiede von dem, was ich aus der Presse jetzt mitbekomme, feststellen. Weil das sind nicht unbedingt die Unternehmen, die auch besser dastehen im Sinne von Rücklagen oder Profitabilität. Also es könnte auch genau umgekehrt sein, dass sie vielleicht mehr Probleme haben. Da habe ich keine Anhaltspunkte dafür. Also ich denke jetzt nur mal an Fair Trade und GEPA und solche Organisationen. Armin, ergänzen Sie. Ja, ich habe da auch keine konkreten Erkenntnisse über Unternehmen, die jetzt besser durch die Krise gekommen sind oder schlechter durch die Krise gekommen sind nach diesem Maßstab. Aber ich glaube, tendenziell ist es schon so, dass wir, um resilientere Lieferketten auch für Unternehmen zu schaffen, dass es gut tun würde, mehr Transparenz zu haben. Also wenn Unternehmen sich einen Überblick über die Lieferketten verschaffen müssten, dann wüssten sie auch besser, wo die Engpässe sind, nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für sie selbst. Und dass zum Beispiel auch eine Verkürzung von Lieferketten Sinn machen könnte. Aber das würde ich tatsächlich auch den Betriebswirtinnen und Betriebswirten überlassen, das genauer zu beurteilen. Zu der Frage am Ende der Lieferkette, die werden nicht eingebunden jetzt in die Formulierung des Gesetzes, aber bei der Umsetzung des Gesetzes würden sie schon eine Rolle spielen. Die Unternehmen sind verpflichtet, Risikoanalysen, Folgenabschätzungen durchzuführen in Fällen, wo es eine Indikation gibt, dass es ein höheres Menschenrechtsrisiko gibt. Und das stellen wir uns nicht so vor wie der TÜV Süd und andere Zertifizierer, die sich jetzt interessanterweise heute für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben und sich dann auch schon als Zertifizierer der menschenrechtlichen Sorgfalt ins Spiel bringen. Ich könnte darüber lange reden, aber ich habe die Zeit dafür nicht.
Risikoanalyse muss bedeuten, dass man auch vor Ort die Betroffenen und die gefährdeten Menschen einbezieht, zum Beispiel Gewerkschaften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Textilfabriken. Und also nicht nur bei den Risikoanalysen, sondern auch bei der Frage, welche Maßnahmen angemessen wären, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden oder auch zu beheben. Da würden die durchaus dann eine wichtige Rolle spielen. Ja, Ivan, noch eine Frage, ja. Genau, noch eine letzte Frage und dann schließe ich diesen Part hier von den Teilnehmerinnen. Frau Lohmeier hat gefragt, wir haben ja gehört, wie unwahrscheinlich es ist, dass bald ein ehrgeiziges Lieferkettengesetz in Deutschland verabschiedet wird. Was ist die Strategie der NGOs und der Gewerkschaften, dennoch auf diese Realisierung hinzuwirken? Armin. Ja, kann ich nur, ich glaube, ich habe dazu auch schon ein bisschen was gesagt, also Müller und Heil haben ja jetzt so Eckpunkte angekündigt. Strategie haben wir verschiedene Maßnahmen, werde ich aber jetzt nicht alles hier ausbreiten. Aber klar ist, dass wir den gesellschaftlichen Druck erhöhen müssen. Wir haben 100 Organisationen, die Teil der Initiative Lieferkettengesetz sind. Wir haben schon über 200.000 Unterschriften gesammelt, die wir hoffentlich Frau Merkel im September übergeben können. Wir haben 110 Bischöfe, die in der letzten Woche weltweit sich für Lieferkettengesetze ausgesprochen haben, darunter auch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Es gibt immer mehr Unternehmen, zwischen 60 Unternehmen, die öffentlich sich für ein Lieferkettengesetz aussprechen. Sogar Herr Dobrindt von der CSU hat sich jetzt für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen. Für die gesamte CSU, was er damit gemeint hat, bleibt abzuwarten. Es gibt aber auch in der CDU inzwischen Leute wie Hermann Gröhe, die sich dafür aussprechen. Also ich glaube, dass die Mehrheitsverhältnisse im Moment kippen zugunsten eines Lieferkettengesetzes. Wie ambitioniert das wird, hängt von der vom öffentlichen Druck ab, ein Stück weit auch vom Verhandlungsgeschick von Minister Heil und Minister Müller und vom Druck der Opposition natürlich, die da Dampf machen müssen, damit das nicht verwässert wird. Und damit spiele ich den Ball ins Feld von Herrn Kekeritz. Ja, also wir versuchen unser Bestes und das schon seit 7 oder 8 Jahren. Ich habe jetzt dann doch noch mal am Schluss 2 kurze Fragen. Wie ernsthaft ist eigentlich dieses Thema Level Playing Field bei den Unternehmen angekommen? Das heißt ja immer gleiche Rahmenbedingungen, die Politik schaffen muss, weil sonst einzelne Unternehmen soziale, ökologische Standards unterlaufen und dadurch einen Preisvorteil oder Kostenvorteil haben. Ist das ein Argument bei den Unternehmen, Frau Schüssler? Ja, davon reden die ganze Zeit. Also Unternehmen, von denen man es nicht gedacht hätte, die billigsten Discounter sagen, wir wollen einen Mindestpreis für die Jeans, wir wollen ein Level Playing Field. Was ich jetzt wiederum nicht sagen kann, ist, sagen die das uns und zu ihren Verbandsvertretern sagen sie hintenrum was anderes. Das kann ich nicht feststellen. Aber alle, mit denen wir gesprochen haben, haben die ganze Zeit über dieses Leveling the Playing Field gesprochen. Und da gibt es eben 2 Ansätze, das zu tun. Das eine ist sowas wie Tarifverhandlungen, kollektive Tarifverhandlungen. Dafür muss es aber auch natürlich einen gewissen gesetzlichen Rahmen geben. Und das zweite ist Regulierung. Anders geht das nicht. Ja, Armin, ich habe jetzt noch eine spezielle Frage an Sie. Wie ernst, glauben Sie, ist es dieser Regierung gemeint? Wir haben ja jetzt im Laufe der Diskussion gehört, dass auch das Klagerecht und die Klagemöglichkeit eine zentrale Rolle spielen muss. Jetzt gibt es ja diese Initiative von Südafrika und Ecuador, das Binding Treaty-Initiative auf EU-Ebene. Die wird ja von der Bundesregierung einfach torpediert. Also wenn eine Bundesregierung so eine Initiative torpediert, wo eben diese Klagemöglichkeiten etabliert werden sollen, wie ernst kann es denen wirklich sein, ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, das wirkt? Naja, also ich glaube, da muss man sehr unterscheiden in der Bundesregierung. Wenn man Hubertus Heil und Gerd Müller nimmt, vielleicht ein paar andere SPD-geführte Ministerien, dann nehme ich denen das auf jeden Fall ab. Also ich habe den Eindruck, dass die ernsthaft ein wirksames Gesetz auf den Weg bringen wollen. Allerdings sieht man, dass es bei Altmaier, bei der Kanzlerin und bei anderen in eine komplett andere Richtung geht. Denen nehme ich das nicht ab, dass sie es ernsthaft wollen. Sie sagen ja bisher explizit, dass sie es nicht haben wollen.
Man muss dann schauen, welche Priorität das hat, weil am Ende wird es ja auch um Koalitionsverhandlungen gehen, wo dann es ein Geben und Nehmen geht. Und die SPD will verschiedene Sachen noch durchsetzen in dieser Legislaturperiode. Und die Frage ist, welche Priorität hat da das Lieferkettengesetz? Zum Verhältnis Treaty, es ist richtig, dass die Bundesregierung das komplett blockiert und nicht nur die Union, sondern auch der Außenminister. Also Heiko Maas hat sich bisher für dieses Thema nicht im geringsten interessiert und immer gesagt, nur die UN-Leitprinzipien sind für ihn wichtig. Er hat aber auch mal gesagt, wir können uns auf EU-Ebene und auf UN-Ebene erst dann für ein Lieferkettengesetz oder für eine Regulierung einsetzen, wenn wir die Entscheidung als Bundesregierung auf nationaler Ebene getroffen haben. Und das ist für mich auch das wichtigste Argument. Erst eine Entscheidung grundsätzlich in Deutschland, dass man das will, und dann kann man es auch auf UN-Ebene einfordern. Und ich hoffe, dass dieser Schritt jetzt gegangen wird und dass dann der nächste Schritt auch folgt und die nächsten zwei Schritte auf EU-Ebene das auch einfordern und sich konstruktiv an den UN-Verhandlungen beteiligen. Ein kurzes Wort noch zum Level Playing Field. Die Wirtschaftsverbände, die Spitzen der Wirtschaftsverbände haben vor zwei Wochen oder letzte Woche einen Brief an den Fraktionsvorsitzenden der CDU geschickt, Ralf Brinkhaus. Da sagen sie ganz klar, kein nationales Lieferkettengesetz und auch keine EU-Regulierung, weil dann immer noch die Gefahr besteht, dass das unterschiedlich ausgestaltet wird in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Das zeigt ganz deutlich, bei diesen Verbänden ist das Argument des Level Playing Field rein vorgeschoben. Die wollen das niedrigste Level, was sie kriegen können, auf allen Ebenen. Ja, herzlichen Dank. Die Stunde ist rum. Sie war sehr kurzweilig. Es war ein hochinteressantes Thema. Und die Verbände, weil man mich auch als Oppositionspolitiker immer angesprochen hat, würde ich sagen, die sind mir ein ganz großes Problem. Aber sie vertreten ja im Prinzip ihre Unternehmen. Und da ist eine Zweiteilung. Ich habe manchmal den Verdacht, dass die Unternehmen einfach zu feige sind, mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da schicken sie deshalb auch die Verbände vor, die das dann klären sollen. Also das wäre eine völlig unsaubere Politik. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, es sind zwei Zahlen gefallen. In der ersten Befragung beim NAP-Prozess waren es ja 18%, die angeblich die Sollgrößen erfüllen. Bei der zweiten Befragung waren es schon 22. Das ist meines Erachtens eine völlig falsche Zahl. Es sind 3.300 Firmen und Betriebe angeschrieben worden. Davon haben 465 geantwortet, also gerade mal 13-14%. Und von diesen 13-14% haben 20% circa die Bedingungen erfüllt. Also wenn wir in der Bundesrepublik Deutschland, ich rechne das jetzt einfach mal hoch, wirklich 5% der Unternehmen haben, die Bedingungen erfüllen, ist es viel. Negativ formuliert, 95% erfüllen sie nicht. Und das ist eine Frage der Menschenrechte. Für uns ist klar, aus christlicher Sicht, aus menschlicher Sicht, Menschenrechte sind nicht teilbar und Politik ist dafür da, um diese auch tatsächlich zu verteidigen und Rahmenbedingungen zu setzen, damit sie erfüllt werden. Ich darf mich bei Ihnen, Frau Schüssler, recht herzlich bedanken. Es war mir ein Vergnügen. Ich komme sicherlich gerne mal zu Ihnen nach Linz zu Ihrem Studiengang, wenn Sie einen deutschen Politiker dort haben wollen. Sehr und gern. Armin Pasch, wir treffen uns demnächst sowieso wieder bei der nächsten Veranstaltung. Ivan, herzlichen Dank für die Organisation. Gruß an die Heinrich-Böll-Stiftung. Es war eine tolle Veranstaltung. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, auch für die Fragen und für die kompetente Beantwortung. Herzlichen Dank an euch alle. Und ja, damit Wiederschauen. Danke für die Moderation. Gerne doch. Wiederschauen.